Hallo liebe Zuschauer des richtigen Wahlkanals. In diesem Video werde ich über den Philips 50 PUS 8807 12 Fernseher sprechen. Kennen Sie dieses Modell? Schreiben Sie gerne in den Kommentaren unter diesem Video, was Sie davon halten. Wenn Sie das Gerät kaufen möchten, dann schauen Sie gerne in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie Links mit den aktuellen Preisen und der aktuellen Verfügbarkeit. Fangen wir an. Die Bildschirmdiagonale beträgt 50 Zoll. Bildschirmauflösung 3840 x 2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit, 8 Bit plus FRC und Direkt-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 40 bis 120 Hertz. Mit dem Zauber von Ambilight. Mit Philips Ambilight fühlt sich jeder Moment echt an. Intelligente LEDs, die den Fernseher umranden, reagieren auf die Handlungen auf dem Bildschirm und leuchten so eindrucksvoll, dass es sie fesselt. Erleben Sie es nur einmal und Sie verstehen, warum Sie keinen Fernseher mehr ohne Ambilight möchten. The One mit lebendigem HDR-Bild. Möchten Sie für jede Szene ein perfektes Bild erleben? Der Philips 4K UHD TV ist mit allen gängigen HDR-Formaten kompatibel, sodass Sie brillante, scharfe Bilder erhalten. Sie sehen selbst in dunklen und hellen Umgebungen jedes Detail. Egal welche Quelle, Perfektion ist garantiert. Philips P5 Perfect Picture Engine. Die Philips P5 Engine sorgt dafür, dass das Bild stets so brillant ist wie Ihre Lieblingsinhalte. Details haben sichtbar mehr Tiefe. Die Farben leuchten und die Hauttöne wirken natürlicher. Der Kontrast ist so scharf, dass Sie jedes Detail spüren können. Bewegungen sind ausnahmslos fließend. Die Farbe des Fernsehers ist ein Hellsilber. Er wiegt 15,5 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen. 111,56 cm in der Breite, 65,34 cm in der Höhe und 8,06 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 200x300 Weserhalterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von G. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 70 Kilowattstunden pro 1000 Stunden. Flacher Fernseher. Sie möchten einen Fernseher, der zu Ihrem Raum passt? Der nahezu rahmenlose Bildschirm dieses 4K Smart TV passt so gut wie in jede Inneneinrichtung. Die geometrischen Standfüße erwecken den Eindruck, als würde der Bildschirm über dem Fernsehschrank schweben. Unsere Verpackungen und Anleitungen sind aus recyceltem Karton und Papier. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich folgende Anschlüsse. Einmal USB 2.0, einmal USB 3.0, einmal Ethernet RJ45, zweimal HDMI 2.0, zweimal HDMI 2.1, einmal Satellite In, Main F-Type Female, einmal Optical Audio Out, einmal 3,5 mm Audio Out, einmal Antenna RF Female und einmal CI Plus 1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct und Bluetooth 5.0. Der Fernseher verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über EARC an den Fernseher angeschlossen werden. Dolby Vision und Dolby Atmos. Mit Dolby Vision und Dolby Atmos sehen Filme, Serien und Games unglaublich aus. Erleben Sie das Bild wie vom Regisseur vorgesehen. Keine enttäuschenden Szenen, die zu dunkel sind, um etwas zu erkennen. Hören Sie jedes Wort klar und deutlich. Erleben Sie Soundeffekte hautnah. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Android 11 gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streamingdienste. Android TV. Ihr Philips Android TV liefert Ihre gewünschten Inhalte, wann Sie es möchten. Sie können den Startbildschirm mit Ihren Lieblings-Apps so anpassen, dass Sie ganz einfach mit dem Streamen von Filmen und Serien, die Sie lieben, beginnen können. Oder machen Sie dort weiter, wo Sie aufgehört haben. Sprachsteuerung. Drücken Sie eine Taste auf der Fernbedienung, um mit dem Google Assistant zu sprechen. Steuern Sie mit Ihrer Stimme den Fernseher oder mit dem Google Assistant kompatible Smart Home Geräte. Oder bitten Sie Alexa, den Fernseher über Alexa-fähige Geräte zu steuern. Damit ist unser Test des Philips 50 PUS 8807 12 Fernsehers nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen? Schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie gerne in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin,